Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Jo, wir haben die ersten 5 Ebenen der endlosen Pfade von Ordnua erfolgreich bestanden. Das reicht uns auch erst einmal, dass einige ihre Level-Ups bekommen haben und einigermaßen gut dabei stehen. Kana leider nicht ganz. Alof kurz davor. Jo. Ist halt ein bisschen blöd. Aber muss man damit rechnen, dass die Leute... Das macht nur wieder die Tür zu, oder? Nein, das macht sie gar nicht mehr zu. Dass die Leute halt keine Erfahrungspunkte kriegen, solange sie außerhalb des Teams sind. Außer eben, wenn sie Quests machen, also Aufträge erfüllen. Aber auch die geben nicht ständig Erfahrung. Zum Beispiel der Bittsteller hier. Naja, der macht halt unsere Burg schlechter, solange er da ist. Aber ansonsten bringt er nicht wirklich was. So, ich muss mal kurz gucken. Ist irgendwas bei uns noch im Bau? Nein, bei uns ist gar nichts mehr im Bau. Fällt mir gerade so auf. Botanischer Garten ist fertig. Kuriositätenladen könnte ich bauen. Oder erst einmal den Irrgarten. Forum würde mir mehr Prestige bringen. Der Kuriositätenladen. Ach, baue ich mal die Kapelle. Schriftrollen von einem Priester, aber viel mehr Prestige. So, ich will jetzt erstmal in die dritte Stufe von Ordnua zurück. Dort gibt es ja noch eine Statue, die nach einem Schwert oder Säbel oder so verlangt. Und die Statue will ich mir jetzt als erstes mal ansehen. So, da sind wir wieder hier. Das ist der Weg nach oben gewesen. Und die Statue war hier drüben, genau. Dumm-di-dumm-di-dumm. Weil hier ist eine unsichtbare Wand noch. Die Statue inspizieren. Leuchtende Säbel. Okay, Edda, du hast einen leuchtenden Säbel. Gib den mir mal kurz. Okay, ich will erst vorher speichern. Nicht, dass ich den Säbel nicht wieder zurückkriege. Säbel platzieren. Anfangs gleitet der Säbel problemlos hinein. Das letzte kleine Stück aber musst du ihn hineindrücken. Als sich der Unterarm der Stahl plötzlich verschiebt rotiert, hörst du ein dumpfes Knacken. Hinter der Wende im Rücken der Statue hörst du schleifendes Malen eines Mechanismus. Nach dem Geräusch schabenden Steins schiebt sich näher bei dir ein Stück Wand zur Seite und gibt eine Türöffnung frei. Den Säbel entfernen. Okay, ich habe den Säbel wieder. Gut, für Edda. Und die Tür bleibt auch offen. Oh, hier sollten wir aber wieder vorsichtig gehen. Nicht, dass wieder hier irgendwo Fallen sind, genau. Das ist Hagrims Aufgabe. Der Zwerg entschärft Fallen. Ein Stock. Kupferpanz. Sehr nett. Haben wir eine kleine Schatzkammer gefunden. Found something. I can do that. Falle entschärft? Ah ja, okay. Mechanik, Schwierigkeit 3, hä? I'll get it open. Das müsstest du doch hinkriegen. Hagrim. Goldducks sind 12. Der Goldduck ist die einzige Münze, die im Dürrwald geprägt wird.
Auf diesen Münzen sind die Gesichter historischer Dukes abgebildet, wenngleich die meisten von ihnen das Gesicht von Admet Hadret zeigen, dem ersten Duke. Ah ja. Mondstein. Ritual der uralten Legenden. Was machst du denn? Wissen. Ah ja. Also auch mal da rein. Zwei Dietriche und das war's auch schon hier. Gut, da geht es immer noch oben im ersten Stock die Geheimtür zu öffnen. Weil das haben wir ja jetzt. Und beim nächsten Mal nehme ich meinen Druiden mit hier runter, den zweiten Stock vor allem mal kurz. Ja. Hier oben müsste die Hand sein, genau. Hier ist schon das Gesicht. Oh, hier sehen wir auch schon den Brustkorb. Auf das ist das die sechste Ebene, die wir da schon sehen. Das könnte gut möglich sein. Nee, nicht ganz. Das ist die fünfte Ebene hier unten mit dem Brustkorb. Weil hier sieht man ganz gut, hier ist die Grube im zweiten Stock, wo wir mal runtergesprungen sind. Und hier unten ist das Blutbecken. Und da lang würde es weitergehen. Und hier haben wir schon die Abkürzung ziemlich weit freigeschalten. Okay, erste Stufe. Eine Stunde. Ist kein Problem. Zeit spielt ja keine Rolle in dem Spiel eigentlich. Nur, dass unsere Festung schneller fertig wird. Aber vielleicht haben wir so schon mal die Feinde von Ordnua ein bisschen ausgebremst, indem wir die ersten fünf Ebenen zurückerobert haben. Oh, ach so. Okay, das erklärt die Geheimtür hier. Schnellreisepunkt, Haupttreppe. Jetzt haben wir die Haupttreppe freigeschalten, okay. Also war das doch meine Vermutung richtig. Gut. Das heißt, wir reisen jetzt einfach mal hoch nach Ketnua. Damit haben wir jetzt wirklich die ersten fünf Ebenen abgeschlossen. Bis auf den einen Xaurib, der da vergiftet in der Ecke liegt. Von dem ich immer noch nicht weiß, ob ich ihm nicht irgendwie doch helfen kann. Ich habe ja einen Druiden. Wisst ihr was, der hat gerade eh nichts zu tun. Den schnappe ich mir mal kurz. Geh kurz in die zweite Ebene und guck mal, ob der uns was zu dem Xaurib sagen kann. Okay. Charakteraufstellung. Nein, so geht das nicht. Das geht über die Burg. So. Kanna. Weg, du hin. Dann kann ich den auch gleich mal aufleveln. So. Der kriegt nämlich, glaube ich, auch noch mindestens ein Level ab. Überleben, Athletik, Heimlichkeit vielleicht. Wildschlagverbrennung, Bonuszauber. Wildschlagverbrennung. Das Wissen des Druiden über die Mächte der Natur ermöglicht es ihm oder ihr beim Gestaltwandeln zusätzlichen Verbrennungsschaden zuzufügen. Das klingt nicht schlecht. Oh, und er kann schon Stufe 9. Sehr nett. Und ich habe gar nicht auf seine Zauber oben geachtet. Dann kriegst du jetzt mal Wissen. Reinigender Wind. Oh, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Und Stufe 1 Zauber können jetzt pro Begegnung eingesetzt werden. Vielleicht sollte ich den mal mitnehmen. Widerstand Durens. Auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich Kanna jetzt mal gezielt auf, Aufträge gebe. Aber ich glaube, ich nehme mal dann nachher wieder Sagani mit.
Ja. So, also runter. Nach Stufe 1. Also Alof habe ich wirklich gerne als mein Hauptmagier, die trauernde Mutter, das mit der Seelenenergie finde ich dann doch nicht mehr ganz so toll, wie ich es am Anfang fand. Vor allem, weil sie so viel Seelenenergie teilweise mal aufgebaut hatte und das alles verloren hatte. So, ich mache jetzt mal Schnelllauf, dass wir das schneller hinter uns haben. So, hier wollen wir runter. Wir müssen uns nicht unbedingt damit jetzt aufhalten, dass ich hier wieder durch die Gegend laufe. Es reicht ja, dass die Ladescreens teilweise. Du kannst in jeder Taverne einen Charakter von Level 1 aus neu ausbilden. Die Kosten dafür steigen mit dem Level des Charakters. Ja, das klingt eigentlich sinnvoll sozusagen. Ja, ich bin dein Trainer. Du zahlst mir jetzt einen Haufen Gold, dafür gebe ich dir eine neue Ausbildung. So, der Xaurib hier. Der Xaurib liegt in der Ecke der Kammer. Unter seiner schuppigen Haut zeichnen sich deutlich die Rippen ab und er atmet angestrengt. Jeder pfeifende Atemzug bereitet ihm offensichtlich Unbehagen. Er scheint nicht auf deine Gegenwart zu reagieren. Den Xaurib untersuchen. Du inspizierst die kranke Kreatur und bemerkst, dass ihre Haut hier und da mit hässlichen gelben und fahlvioletten Flecken verfärbt ist. Dies scheint sie mit den Symptomen von Mokgas Tränen zu decken, einem herkömmlichen Gift. Außerdem bemerkst du, dass die Verfärbung unter den Symbolen, die mit Farbe auf die Haut der Kreatur geschmiert wurden, schlimmer sind. Okay. Das bringt mir also nichts. Ich kann mich aber mal kurz hier umgucken. Aber nein, das Gebiet hier ist sehr klein und man sieht schon hier anhand der Map, dass es eigentlich nichts mehr gibt. Höchstens die Ecke hier, aber das würde auffallen. Gut, also wieder hoch und wieder zurück. Dann holen wir uns Sagani wieder. Obwohl, wir holen uns Kanna wieder. Wir gehen ja jetzt in eine engvitadische Ruine und da sich Kanna ja ein bisschen so mit sowas auskennt und wir ihn noch hochleveln müssen neben Alof und uns seine Zauber uns vielleicht noch unterstützen können, ist es vielleicht das Beste, wenn wir Kanna, wirklich Kanna mitnehmen. Dann gehen wir nach Dürfurt, schlafen da eine Runde. Speed. Auch wenn wir schon fast da sind. Schlafen da eine Runde, um die beste, um den besten Rastbonus zu kriegen. Und dann, ja. Dann geht sie diese Ruinen. Sagani können wir dann mitnehmen, wenn es wieder mitnehmen, wenn es in Richtung Zwillingsulm geht. Dann nehmen wir Sagani und den Druiden mit, weil der will ja auch zu den Zwillingsulmen. Genau wie Palegina. Lorenz hat uns zurzeit nichts zu sagen. Schneller Modus können wir ausschalten. So. Das heißt, Gruppenmanagement. May well watch your step. Und du wieder rein. So, gut. Hä? Achso, du hast deinen Rastbonus verloren. Ach, was auch immer. Gut, das heißt, ich denke, ich kann direkt nach Dürfurt reisen. Ich brauche hier nicht nochmal rasten. Auch wenn die meisten hier alle angeschlagen sind. Wie sieht es mit meiner Formation aus? Ah, du solltest mal in die Mitte rein. Du hältst nämlich nicht so viel aus. Durenz und Hagrim halten beide ungefähr gleich viel aus. Das meiste halten die beiden aus. Wie viel hält eigentlich... Fenris hat nur 132. Das ist kein Wunder, dass der so wenig aussieht, der arme Fenris. So, annehmen. Von hier aus nach Dürfurt. Einen Tag. Dann werden wir schön müde dort ankommen.
Kannst du in den Optionsmenü den Rot-Grün-Schwäche-Modus aktivieren? Ich frage mich immer, was der bewirken soll. Kriegen wir da andere Farben?